Jo, hallo liebe Leute. Immer noch am Maku Maku. Jo, ich versuche jetzt hier mindestens ein, zwei einzigartige Pajaras zu fangen. Aber bisher hat jetzt nur dieser Trophy gebissen. Mein erster Biss auch hier heute bei Sonne. 7:16 Uhr. Muss ich vorspulen auf 5, von 5 auf 7 Uhr, weil davor überhaupt nichts gebissen hat. So, wenigstens schon mal ein Trophy. Das ist der einzigartige nicht weit. Ja, genau einen Spot zeige ich euch noch. Und ich nutze hier wieder den Bassbait 28 Gramm Raute 5.0 mit der Larve 10 cm hinten dran. Die Larve in Orange. Er leuchtet schön, genau wie die Flügel von dem Bassbait. Da beißen die Pajaras ganz gut drauf. Ihr seht gleich den zweiten hinterher. Zwei Würfe hintereinander, zwei Pajaras. Also da kann man nicht meckern hier bei dem Spot. Was fehlt, sind natürlich einzigartige. Ja, die Säbelzahnsalmen habe ich mittlerweile 5 Stück zusammen. Alle 5 in Trophy-Größe, da auch noch keinen einzigartigen gefangen, da war ein Fehlbiss. Kann ich gleich reinholen, neu auswerfen. Da kommt nichts mehr hinterher. Piranha. Die beißen natürlich auch da drauf zwischendurch. So, ich zeige euch mal kurz den Spot. Das ist hier. Also hier ist der Bootsanleger. Augenblick. Da. Da ist der Bootsanleger. Hier ist die große Insel, wo die meisten angeln. Den Bereich, da habe ich ja hier die auch schon mal ein paar Jahre gefangen, ja. Aber da haben nur normale gebissen, noch nicht mal Trophys. So, und dann hier den Fluss rein und dann gabelt sich der Fluss ja hier und da fließt er wieder zusammen. Und kurz dahinter stehe ich hier in diese Richtung, also Richtung Flussausgang. Und werfe hier so auf 40 Meter ungefähr. Kann auch ein Tick drüber sein oder ein Tick drunter, ist nicht so wichtig. Jetzt waren zum Beispiel 48 Meter, aber bis der Köder oben ist, zack, ne, bei 40 Meter habe ich ihn dann an der Oberfläche und ziehe mit Tempo 1 durch. In der Hoffnung, dass ihr dann heute mal auch ein einzigartiger beißt. Gestern habe ich hier fast 2 Ingame-Tage verbracht. Auch nur Trophy gebissen. Wieder normaler. Meistens beißen sie dann doch hier mehr dichter an mir dran. Früher haben die mehr da hinten gebissen. Vor allem meine einzigartigen mit 13 bis 15 Kilo. Die haben alle immer da hinten gebissen, wo die Insel anfängt. Deswegen werfe ich immer so weit raus. Da in dem Bereich, wo jetzt der Köder war gerade, in dem Bereich haben sie gebissen. Also immer so bei zwischen 30 und 25 Meter.
Oder besser gesagt, zwischen 37 und 32 Meter. Zwischen 35 und 25 Meter, wollte ich sagen. Also zwischen da. Und da, genau in dem Bereich haben wir immer die einzigartigen gebissen. Aber schon lange her. Wer weiß, wo die jetzt sind. Wir haben sie die wieder woanders hingepackt. Dass hier eventuell gar keine einzigartigen mehr beißen. Weil es hier zu, denen vielleicht zu einfach war, hier die einzigartigen zu fangen. Den Entwicklern. Ich habe es lange nicht mehr getestet. Und drei Paar Jahre aus bisher, 13 Kilo. Kann nur besser werden. Der braucht immer viel zu lange, der Köder, bis er an der Oberfläche ist. Da sind schon fast 10 Meter weg. Deswegen muss man hier doch mit dem Köder weit auswerfen, um ihn nutzen zu können vernünftig. Aber jetzt will ich ja wieder gar nichts mehr beißen. Muss doch ein bisschen weiter rauswerfen, damit man hier vernünftige Range hat, die man abfischt. So, jetzt kann mal langsam mal wieder einer beißen hier. Tun wir nichts dagegen. Aber zurzeit will gerade nichts hier. Oh, nichts will hier. Werfen wir wieder ein bisschen dichter ran an die Insel. Aber auch auf der Spur will nichts. Dann kommen ein noch diese Ingame-Stunde. Möglichst natürlich einzigartig.
Na, diese Ingame-Stunde beißt wohl nichts mehr. Ist auch gleich rum. Ein paar Sekunden noch. Jetzt ist sie rum. Jetzt haben wir 8 Uhr. Also drei in der ersten Ingame-Stunde, die ich jetzt hier durchgeangelt habe. Ich habe schon mal von 5 bis 5:30 geangelt, aber da habe ich gesagt gar nichts gebissen, deswegen habe ich den gleich auf 7 Uhr vorgestellt, weil zwischen 6 und 7 ist die höchste Beißkurve, also höchste Stelle der Beißkurve, und da beißen wie bekanntlich ja gar nichts, also wenn ab und zu mal ein ganz kleiner Fisch, also ein Piranha oder so, so wie jetzt, das war sein Stichwort. Ich bin ja schon einige Tage hier in dem Gewässer und bisher noch nicht ein einziger Paiarein einzigartig. Immer nur normal oder Troppi. Ist schon merkwürdig. Gibt es überhaupt noch einzigartige? Oh Gott, dann wird es ja die Mission nicht mehr geben, wenn es hier keine einzigartigen mehr geben würde. Dann kann man die Mission ja nicht schaffen. Und kein Mensch würde mehr den Monsterfisch hier fangen können. War schon merkwürdig. So langer Zeit. Bin ja schon jetzt 5 oder 6 Tage Realtime hier an dem Gewässer hier. Hab hier schon bestimmt 30 Ingame-Tage verbracht. Und nicht ein einzigartiger Paiarer. Also, ist schon merkwürdig. Habe ich überhaupt schon einen einzigartigen Fisch gefangen? Der Kunda nicht in einzigartig? Augenblicken-Kammbarsch nicht in einzigartig. Hebezahnsalmler nicht in einzigartig. Ich habe hier, glaube ich, noch nicht einen einzigartigen Fisch gefangen, seitdem ich hier an dem Gewässer bin. Aha. Das ist wieder höchstens Troppi. Wenn überhaupt. Ne, auch nur normal. Ist schon wie verhext hier.
Weiß, es gibt natürlich noch andere Spots, aber da habe ich selten eine einzigartige gefangen bisher. In meiner Fishing Planet Laufbahn. Wie gesagt, die meisten einzigartigen habe ich immer hier an diesem Spot gefangen. Vor ein paar Jahren. Weil mir tut sich hier gar nichts mehr. Immer ein bisschen weiter nach rechts rüber. Nee. Irgendwie sind die wohl ausgestorben, die Einzigartigen. Gut, ich mal ganz links raus. Boah, schon gleich halb neun, schon wieder eine halbe Ingame-Stunde gleich rum und nur ein Biss bis jetzt. Wird immer müder hier. Immer richtig quer rüber hier. Sorry. Es tut sich gar nichts mehr. Einfach tote Hose hier. Aber ich werde hier noch mal einen ganzen Ingame-Tag, also die besten Eiszeiten von diesem Tag hier durchangeln. In der Hoffnung, dass dann doch mal ein einzigartiger beißt. Sollte das diesen Tag nicht der Fall sein, dann werde ich andere Spots probieren. Und nur ein Tropfi. Sonst nur normale. Das war auch mal anders. Ah, da hat einer versucht zu beißen. Also wurde den Köder nicht richtig erwischt. Dummer Fisch. Und das war ein paar Jahre, hat man gesehen. Also ein Spawn wieder weniger. In dieser Stunde. Also der ist ja durch. Auch wenn er nicht gebissen hat, zählt er trotzdem. Als wenn er gebissen hätte. In der Statistik hier, von wegen so und so viele Fische pro Ingame-Stunde.
sind möglich. Als den haben wir schon mal nicht. Und das könnte der einzigartige gewesen sein, wenn ich Pech habe. Dass jetzt hier den ganzen Tag nicht ein einzigartiger mehr spawnt. Das ist das Ärgerliche bei Fehlbissen. Und wieder ein Fehlbiss. Jetzt habe ich hier nur noch Fehlbisse. Jetzt geht das wieder los. Ich hasse das. Also drei sind wieder gespawnt. Drei waren in der letzten Ingame-Stunde, drei in dieser. Diese Stunde hat aber nur einer von den dreien gebissen. Die anderen beiden haben leider nur Fehlbiss verursacht. Und das war's wahrscheinlich dann auch jetzt für diese Ingame-Stunde. Da wird nichts mehr kommen. Wäre viel Glück, wenn jetzt hier noch ein Vierter spawnen würde, der dann vielleicht sogar noch richtig beißt, statt nur einen Fehlbiss zu verursachen. Und wieder ein Fehlbiss. Ist doch nicht wahr, ey. Was soll das jetzt hier, diese Fehlbeißerei, ey. Dreimal hintereinander. Ich hätte gerne mal drei Bisse hintereinander, aber gut, hatte ich in der letzten Ingame-Stunde, aber auch nicht direkt hintereinander. War auch eine Pause zwischen, die ein bisschen länger war, der dritte gebissen hat. Aber die drei Fehlbisse waren ja jetzt ziemlich zügig hintereinander hier. Und noch ein Fehlbiss, das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Ich hab gleich die Schnauze voll hier. Und Köder wechseln. 21 Gramm Popper. Rote 4-0. In Gelb und mit roter Rückseite. Der funktioniert auch ganz gut. Kann man dann auch gleich mit Tempo 1 durchziehen. Zweimal kurz hintereinander anpoppen und dann kann man durchziehen. Dann bleibt diese zwei Punkte rechts da durchgehend. Braucht man nicht ständig wieder rechte Maustaste drücken. Vier Fehlbisse hintereinander.
Oder waren es sogar fünf? Weiß nicht genau mitgezählt. Aber nur ein Biss diese Stunde. Und die Stunde ist durch. Ja, Leute, damit endet das Video. Weiter geht's dann im nächsten Video. Immer noch dann mit Pajaras einzigartig. Solange bis einer gebissen hat. Solange müsst ihr euch die Videos reinziehen. Ob ihr wollt oder nicht. Bis dahin. Tschüss.